Hallo, hier Dark Saber mit Alice Mandra's Returns Part 2. Ja, beim letzten Mal haben wir Albträume gehabt, haben uns ein bisschen umgehört, umgeschaut und ja, und beim letzten Mal waren solche komischen Viecher mitten auf der Straße auf einmal gewesen und die alte Dame hat uns, naja, mehr oder weniger geholfen, also oder erweckt, wie auch immer. Ja. Und sie hat uns überredet, hierher zu kommen. Also sie meinte etwas über das Kaninchen, was wir wahrscheinlich wieder haben wollen. Machen wir einfach. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir dringend die Kehle befeuchten. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie gespielt? Schmutz! Verderben! So, sieht doch hier doch mal sehr harmonisch aus. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze! Zieh mich nicht auf! Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Tal der Tränen. So, ich werde hier das hier mal ganz kurz etwas rausschneiden, weil ich muss mal kurz trinken wollen. Bis gleich. Und da wäre ich wieder. Ich werde mir auch gleich dann was eingießen. Boah, Kabellage. So. So, ja, schauen wir uns hier ein bisschen um. Moment. Ah, die werden größer, wenn man näher rangeht. Und was haben wir? Ach, jetzt kann man nicht mehr anvisieren, okay. Was auch immer das da drin ist, hätte mich jetzt tatsächlich ein bisschen interessiert. Okay. Okay, hier geht's einfach nur in die Ferne. Wo wir natürlich nicht hin können. So, gehen wir einfach weiter. So, jetzt habe ich schon mal eine Sache vorweggenommen. Das wird uns aber sowieso gleich erklärt. Mach mal. Das ist genau das Gleiche, was da drüben auch war. Scheint also keine großartige Bedeutung zu haben. Und hier haben wir wieder so eine Pflanze. Also, manche würden jetzt schon meinen, das wäre total gut und ich kann das aber so ehrlich gesagt nicht bestätigen, muss ich ehrlich sagen. Also, da kann ich schon spielen, die sind um einiges bunter als definitiv dieses. Aber ja, mal schauen, was noch so kommt. Und hier haben wir eins von vielen Erinnerungen, die wir während dieses Spiels erreichen, also wieder erlangen werden. So. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst?
Genau, das ist darauf bezogen, dass wir sehr weit springen können. Ja, wieder so ein komisches Vieh. Drücke A zum Springen. Oder um zu springen, ist völlig egal, wie wir es nehmen. Interessant. Achso. Wir sind jetzt die Dinger einfach ran. Hier unten ist nichts irgendwie. Wäre interessant, wenn man hier irgendwo hinkommen könnte. Ah, ich weiß, es gibt auch so ein paar Easter Eggs. Eins habe ich sogar gefunden gehabt. Ich hoffe, ich werde das während dieses Let's Plays auffinden. Oh, hier eine Schnecke. Ja, ich weiß, mir fallen so Sachen auf, die sind vielleicht nicht gerade das Wichtigste, aber es sieht irgendwie niedlich aus, keine Ahnung. Und das sieht denkwürdig aus. Ich denke, wir kommen da gleich vorbei. So. Okay, wir machen jetzt mal den normalen Sprung. Bing. Und spiele ich allzu viel herum. Springe A. Drücke A im Sprung erneut, um zu wirbeln. Okay. Tun wir dies doch. Jetzt sind wir hier auch an der Stelle. Okay. Okay, wo will das Kind hin? Da ist schnell so. Wieder ernannt. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Das kann durchaus sein. Und hoch hier. So, hier haben wir wieder eine Erinnerung zum Wiedererlangen. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Das sind beides negative Eigenschaften. Warum wurde ein Aber da eingesetzt? Verstehe ich nicht. Okay. Runter hier. Trink mich! Steht da. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Nur, was mich jetzt mal so interessiert, wie groß ist eigentlich diese Katze? So, warte mal. Was war das? So? Ah! Okay, links. Logisch, deswegen ist es auch ein LB und nicht ein RB. Ich muss mir das jetzt so nach und nach wieder so einprägen. Es ist ja auch lange her. Also 2015 war das, wo dieses Let's Play war. Obwohl, ich habe dazwischen auch mal einen Stream gemacht. Das dürfte ein, zwei Jahre her sein, wo ich das dann nochmal gespielt habe. Aber wenn man halt das lange nicht mehr gemacht hat, dann ja, ist halt wie fahren, wenn man es, oder naja, ja, wie andere Sachen. Wenn man es halt lange nicht mehr gemacht hat, dann, naja, dann verlernt man das halt ein bisschen. Ja, kriegt das nur wieder hin, wenn man es regelmäßig übt. Wie das hier jetzt, machen wir einfach wieder regelmäßig und dann passt das auch schon. Wir machen erstmal das zum Schrumpfen und dann sehen wir auch hier diese ganzen Hinweise. Das ist damit gemeint, dass wir dann mehr sehen, als das also mit bloßem Auge zu sehen ist. Erinnerung wiedererlangen. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Ah, daher der Knacke. Verstehe. Na, und da sind wir wieder groß. Sonst haben wir hier nichts weiter. Ja, gehen wir hoch. Bing. Oh, na toll. Okay. So, bisher brauchen wir nicht viel machen, außer... Okay.
Diese Schlösser, da wissen wir jetzt, das sind immer unterschiedliche Durchgänge. Diese Pflanze ist definitiv auch wichtig. Warte mal, hier haben wir einen Hinweis. Hinweis. Und. Achso, das ist einfach der Hinweis, dass man auf die Pilze raufspringen kann. Ach nee, das sind einfach nur wir. Egal. Gut. Aber wir nehmen erstmal hier diese Pflanze. Und da kriegen wir nämlich Zähne her. Die sind quasi hier die Währung. Für was genau, das werdet ihr dann noch sehen. So. Ich habe auch geguckt, mit dem Ton ist alles in Ordnung. Ich muss auch nichts irgendwie schneiden. Das finde ich super, wenn es beim Spiel so gut läuft. Ja. So, wir springen erstmal wieder ganz normal. Ja, das Einzige, was ich immer wieder mache, ist, wenn ich irgendwie so Mini-Lag sehe, also Mini-Ruckler, dass ich dann wenigstens ganz kurz einen Cut setze, wie jetzt. Und dann läuft das auch mit dem Ton wieder schön weiter. Und ich habe dazwischen auch mir auch mal, naja, die Zeit genommen, und mir was, um mir was einzugießen. Ja. Tim, 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 tim. Pum. Ah, da haben wir schon wieder einen Hinweis gehabt. Viecher. Dort. Bekämpfen mit Messer. Ich nehme einige Sachen schon wieder hervor. Voraus. So, 8 haben wir. So. Ich werde es wahrscheinlich standardmäßig erstmal anfangen zu nutzen, und dann werde ich überhaupt nicht mehr dran denken wahrscheinlich. Aber es ist sinnvoll, es so oft wie möglich zu nutzen, weil es werden auch geheime Pfade dadurch freigelegt. Also eher überhaupt erst sichtbar. Erinnerung wieder erlangen. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Okay, let's go. Okay. So, was ich sagen kann, ist, wir können ganz viele Blätter machen. Oder Federn, wie auch immer. Diese Schneckenhäuser hier, die könnte man eigentlich kaputt machen und dann wären auch Zähne drin. Nur jetzt haben wir noch keine Bewaffnung, daher können wir das noch nicht aufnehmen. Ja, aber jetzt haben wir wieder eins von vielen Stellen, die wir hier haben werden. Und zwar, wir können rutschen und dabei immer Zähne aufnehmen. Wir können dabei natürlich auch springen, aber wir achten vor allem erstmal darauf, die ganzen Zähne einzunehmen, denn erst viel, viel später wird es überhaupt dazu kommen, dass es notwendig sein wird, dass wir dabei springen müssen. Bis dahin haben wir aber erstmal einfach ein Rutschen, wo wir zusätzlich ein paar Zähne bekommen können, und wir haben inzwischen immerhin 59 zusammen, und jetzt sieht es nicht mehr so harmonisch aus. Da hinten sehen wir auch schon den Grund. Ich will nur mal gucken, wie weit das hier runter geht. Also so weit, dass es da unten Ende sein würde für uns. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Und zum nächsten Tutorial. Aber erstmal, erinnert euch an die Zeichnung vorhin mit dem Drachen? Ich glaube, das ist er. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Na dann erwarten wir überhaupt keine andere Wahl. Soeben erhalten die Vorpalklinge. Macht zerschnittert Schnück. Lässt sie tot zurück. Ach ja. benannt aus Reim und Poesie. Ja, okay, ja, kann man so annehmen. Die Vorpalklinge fügt Einzelzielen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Drücke X, um mit der Vorpalklinge anzugreifen. Damit hat man den Standardangriff. Jetzt zeigt es uns die ganze Zeit das ein, obwohl das Vieh überhaupt gar nicht mehr da ist. Naja. Erstmal einfach
Eine weitere Erinnerung? Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Was wir auch definitiv werden. So. Oh, und da haben wir auch schon ein Blütenblatt gehabt. Das kommt jetzt so viel vor. Ich hoffe, es wurde trotzdem nicht so irgendwie was verbessert oder so. Also, ich habe das Spiel ja schon einmal durch. Mit mehreren Let's Play Anfängen habe ich zumindest immer wieder ein Viertel durchgehabt, aber naja, dazu will ich ja erst überhaupt noch kommen. Ich habe da was übersehen. Das mag ich ja gar nicht. Jetzt hat man auch das. So, aber kann man hier noch irgendwie was erkunden? Sieht aber nicht so aus, tatsächlicherweise. Ja, das ist dann jetzt nur wegen dem Fehl gewesen. Jetzt gehen wir jetzt mal weiter. Sieht es auch nicht so aus. Außer hier dieser... nicht sehr einladungsbereite Pfeil. Also ich wäre nicht bereit, da reinzugehen. Wir fängen die richtigen Worte. Sorry. Worte. So, immerhin haben wir schon 80. Und der erste Gegner. Schleichender Verfall. Drücke LT zum Anvisieren eines Feindes. Lass ich mal. So, und wir können übrigens auch ausweichen. Nehmen wir jetzt schon mal hervor. Da sind auch gleich zwei weitere. Machen wir das doch. Okay, um hier das Set auswischen, sogar beim Springen. Also auch das geht. Hässlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. So. Also ich mag es mehr, ohne Anvisieren das immer zu machen, weil ich dadurch wendiger bin. Also agiler alles handhaben kann. Und daher werde ich das natürlich immer, naja, eher nicht nutzen. Es gibt Situationen, wo ich es nutze, aber hier dies, also definitiv nicht. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut. Und dann nehmen wir hier die nächste Erinnerung auf. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerungen. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Ja, aber das ergibt wieder keinen Sinn. Ich meine, das wie eine Blume ist ja dann auch wieder eine schöne Erinnerung. Somit wäre das ja eigentlich irgendwo unproduktiv, was gewisse Situationen angeht. Drücke und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Leertaste haben wir nicht, ich habe einen Controller in der Hand, daher wäre es eher A. Um das Schweben zu verlängern, drückst du und hältst... Moment. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du Leertaste erneut während des Sprunges. Ja. Machen wir mal gleich. Gleich sofort führen, drücke und halte A erneut, während du springst, um zu schweben. Machen wir doch. So. Quasi die Sprungtaste, die man einfach gedrückt hält. Hier wurde jetzt der Hinweis gegeben, dass wir das mehrmals machen können. So. Was auch natürlich Sinn macht. So, hier haben wir eine Alice-Flasche. Ich weiß nicht, wozu die da ist. Sorry, let's go. So, dann nehme ich mir mal das da auch noch mit und dann hier rüber. So, da bin ich angekommen. Ah ja, das soll da
Hinweis zur Herzogin sein. Oh Gott, heute habe ich es wieder mit dem Sprechen. So, und so, weiter. Ah, gut, hat ja geklappt. Hier haben wir wieder so eine Alice-Flasche. Und hier nehmen wir erstmal wieder ein paar weitere Zähne. Gott. So, und immer umschauen, weil die Zähne werden wir brauchen. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Das stimmt allerdings, es wird uns definitiv helfen. Deswegen nehmen wir die Pfeffermühle auf, soeben erhalten ihrer Herzogin. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Ihrer Herzogin Perkel Edition Pfeffermühle. Achso, nee, das ist diese Ansprache quasi. Vielleicht feine Würze, Rüssel pikant im Nu. Mhm. Okay, ich hasse es manchmal. Wenn es sich nicht mal reimt, dann versagt bei mir das Interesse. Aber erstmal Schaumwelle. Der nächste Gegner. Typ. So, anvisieren. Ich mach mal kurz. Gott, ich mach's erstmal. So. Da seht ihr auch, also hier wird immer anvisiert und mit dem anderen. Und oben rechts seht ihr dann, wie das dann quasi immer erhitzt. Okay, Mama, ich mach das mal so. Dafür sind wir ja stark genug. Ah, oh, da haben wir schon den nächsten. So weg. Puh. Ah, jetzt ist er wieder in diesem Anvisier-Modus. Ich hasse es. Oh, oh. So, jetzt kann man den hier wegnehmen. Okay, da wir noch kein Leben verloren haben, werden wir natürlich auch noch nichts Leben bekommen. Logisch. So, machen wir den einzelnen so weg. Komm schon! Da habe ich schon die anderen Gegner schon wieder gehört. Also schleichender Verfall ist auf jeden Fall dann schon wieder da. Lässt du mich in Ruhe? Ich will erstmal das da weg haben. Mein Gott, jetzt! Yeah.
Tischler wechselt schon wieder die Tasten. Spitze. Was? Achso, spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Ja, machen wir. Wechsel in den Zielmodus und schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauzen. Das haben wir ja bereits bemerkt, wie wir die benutzen können. Ist die Schnauze vollgepfeffert, wird sie Pfade und Sammlerstücke offenbaren. Und das meine ich, dass sie definitiv zu unserem Vorteil sind. Wir werden aber erstmal da hochgehen. Und dann aber auch, bevor wir die Schnauze aktivieren. Genau. Werden wir erstmal die Folge beenden. Dies war's von der zweiten Folge von Alice Madness Returns. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Euer Dark Saber. Bis dann.